Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe gehofft, dass ich inzwischen etwas mehr über diesen Antrag weiß, aber es ist leider nicht der Fall. Mecklenburg-Vorpommern als Land der Generation vermarkten. Ein schöner Titel, aber steckt auch was dahinter? Wer diesen Antragstitel liest und dabei auf den Kalender blickt, erwartet in erster Linie eine ausführliche Beschreibung darüber, was die eigene Regierung in den letzten Jahren zum großartigen Erfolg Mecklenburg-Vorpommerns beigetragen hat. Wer sich dann auch vom Wahlkampfgeist getragen fühlt, ist zumindest erstaunt. Nicht etwa davon, dass der Antrag die Potenziale Mecklenburg-Vorpommerns bewerben soll. Das ist ja verständlich. Aber ganz sicher davon, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sie offensichtlich selbst gar nicht wissen, wie diese Potenziale strategisch vermarktet, geschweige denn finanziell unterfüttert werden sollen. Ich zitiere: Und hierfür auf das Potenzial entsprechender Leitprojekte für die Etablierung von Produkten und Dienstleistungen in Frage kommender Unternehmen zurückzugreifen. Fragezeichen. Ich übersetze mal kurz. Betrachten wir, was wir bisher gemacht haben, und machen wir einfach weiter wie bisher. Ich bin der Meinung, dafür bedarf es wahrlich keines neuen Antrages. Es ist auch keine Beförderung des Masterplans F der Gesundheitswirtschaft. Das haben wir schon zur Genüge hier gehört. Denn die finanzielle Unterfütterung im Haushaltsplan fehlt an der Stelle. Wer nun darauf hofft, dass die Begründung ein wenig mehr erhält, wie sich Mecklenburg-Vorpommern als Land der Generation darstellen soll, wird wiederum vor ein Wahlkampfrätsel gestellt. Nehmen wir neben dem Masterplan F ein weiteres Beispiel. Es erschließt sich nicht, warum ausgerechnet das altersgerechte Wohnen als Projekt angeführt wird, an dessen Erfolgsgeschichte angeknüpft werden soll. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick in das aktuelle Gutachten, das vom Kuratorium Deutsche Altershilfe im Auftrag der Enquete-Kommission jüngst erstellt wurde. Hier heißt es, der aktuelle Bestand an altersgerechten Wohnangeboten entspricht derzeit nicht dem Bedarf. Genauer, eine Repräsentativergebung ergab, dass es zwar geschätzte 32.000 weitgehend barrierefreie Wohnungen in Mecklenburg-Vorpommern gibt, allerdings es fehlen 35.000. Das heißt, wir müssen den Bestand an barrierefreien Wohnungen verdoppeln, nur um den aktuellen Bedarf zu decken. Wenn man allerdings einen Blick in den aktuellen Haushaltsentwurf wirft, meine Damen und Herren, dann wird deutlich, dass die aktuelle Wohnraumförderung gekürzt werden soll. Passt das zusammen? Nein. Obwohl die dafür verwendeten Kompensationsmittel bis 2019 in gleicher Höhe wie bisher zur Verfügung stehen. Aber kommen wir gerne vom Detail auf die Grundaussage Ihres Antrages zurück. Es ist doch erstaunlich, dass Sie mit Ihrem Antrag alle Generationen ansprechen wollen, sich aber augenscheinlich fast ausschließlich auf die ältere Generation und die Gesundheitswirtschaft beziehen. Wo bleiben die Jüngeren? Wo bleibt die Bildung? Wir haben es bereits gehört. Nicht, dass es Ihren schlechten Antrag besser gemacht hätte, aber Sie hätten zumindest ähnlich wie unser Ministerpräsident auf seiner Homepage ein Bekenntnis dafür abgeben können, dass Sie Orte schaffen wollen, wo sich alle Generationen begegnen, wo sie gemeinsam Spaß haben, etwas unternehmen, Neues ausprobieren,
mal Jüngeren von Älteren lernen, mal umgekehrt. Wir verweisen in diesem Zusammenhang gerne auf die Wettbewerbsinitiative Land der Generation von Niederösterreich. Das ist Ihnen sicher bekannt. Es könnte Ihnen als nächste Antragsinitiative dienen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke, es ist offensichtlich, dass Ihrem Antrag die Gewissenhaftigkeit, die Zielsetzung als auch die politische Botschaft komplett fehlt. Aus diesem Grunde können wir Ihren Antrag wahrlich nur ablehnen. Danke.